Neben mir ist die Sabine Hecker, Schiedsrichterin des DLV. Wunderbar. Sabine, sag mal kurz was zu den Regeln. Die haben einen Hammer, der ist wie schwer? Wir haben heute den Hammer in 5 Kilo ausgesucht, damit es nicht ganz so schwer ist. Normalerweise werfen die Herren mit 7,25 Kilo. Heute nur 5 Kilo. Aber man muss sagen, ist auch ein Kilo mehr als die Damen. Natürlich. Ne? Also Betty Hattler, die hat ja, glaube ich, neulich den Weltmeistertitel in Osaka eingefahren mit 74 ja. Meter. Das wird heute ein bisschen schwierig werden. Glaube ich auch. So viel Platz haben wir nicht, aber da kommt ihr auch, glaube ich, nicht hin. Sechs Versuche machen wir heute. Ja. Wir haben das Regelwerk etwas vereinfacht. Gleichwohl gilt, ihr müsst aus dem Ring herauswerfen. Ihr dürft während des Versuchs nicht auf den Oberkreis treten. Und den Ring auch erst verlassen, wenn das Gerät gelandet ist. Okay. Und das Gerät muss innerhalb unseres kleinen Stadions landen. Das heißt, es darf nicht raus. Nicht auf die Laufbahn. Auf die Laufbahn. Die Laufbahn wäre aus. Laufbahn wäre ungültig. Genau. Wenn ihr soweit wärt. In diesem Sektor bleiben, sonst. Probieren darf man es nicht. Direkt loslegen, nein, oder? Es gibt sechs Versuche. Wichtig ist hier natürlich auch, wer anfängt. Ja, und das werden wir auslosen. Stefan hat blau und Martin rot. Wirf mal hoch. So, das heißt, blau. Stefan, du hast blau. Das bedeutet noch nicht, dass du anfangen musst, sondern du darfst wählen. Achso, dann lass mal hier mal den Kollegen anfangen. Martin heißt er, genau. Martin darf beginnen. Und dann würde ich sagen, Sabine und Martin, ihr könnt schon mal in den Ring steigen. Und wir schauen uns das mal von hier ganz gemütlich an. Hansi kommentiert wieder. Ein Gerät nicht drin, du brauchst ganz Tja, viel. Stefan Raab hat also den Hammer sozusagen abgegeben. Ihr werft im Wechsel. An Martin, nach dem Motto, da kann ich ein bisschen Technikspionage betreiben beim ersten Wurf. Also, nichts erkläre? Nö, das reicht. Also Schwung holen, wie du es so Martin. Vom Fernsehen her kennst und dann nach bestem Wissen und Gewissen halt nicht auf den Rand treten und nach vorne raus. Boah. Ja. Mach dir keine Sorgen, Köln-Mühlheim ist evakuiert, du kannst reinhauen. So, Martin legt vor, kann sofort Maßstäbe setzen. Boah. Holt sich den Schwung über den Kopf. Und landet bei etwa 23 Metern. Das ist mal eine Hausnummer. Nicht übergetreten, das ist schon mal wichtig. Wie, jetzt hast du nicht zugeguckt, wie er es gemacht hat? Doch, ich frage mich nur, so Technik habe ich noch nie gesehen. Die gibt's 23 Meter 43. Das ist schon mal eine Marke. 23, 43 muss Stefan toppen. Der Modus hat natürlich eine Tücke. Stefan kann sich den Hammer auch fünfmal auf den Fuß fallen lassen. Wenn er beim sechsten Mal einen raushaut, dann geht dieser Wettbewerb trotzdem an ihn. Stefan Raab, erster Versuch. Ebenfalls die Überkopftechnik. Oh! Der ist ungültig. Leider ungültig. Aber der war trotzdem vielversprechend. Ein wenig linkslastig. Ja, der war was. War weit. Müssen wir mal probieren. War der weit? Also, ich glaube, die Weite konnte sich halbwegs sehen lassen, was jetzt noch dazu kommen muss, ist die Richtung. Beim Kugelstoßen Weltrekord, aber. Martin mit dem zweiten Versuch. Jetzt ist er auch in die Drehbewegung gegangen und sofort mit Erfolg. Das ist eine leichte Verbesserung, das sind etwa 24 Meter. Nicht schlecht. Fast im richtigen Moment vom Hammer getrennt. Und die Latte für Stefan 24 Meter gelegt. 14. Donnerwetter. Jetzt also Stefan mit dem zweiten Versuch. 24 Meter und 14 stehen im Moment. Fünfmal darf Stefan noch. Ein einziges Mal muss er die Bestmarke toppen. Nächster Versuch. Wieder über dem Kopf in die Drehbewegung. Und der sieht gut aus. Der sieht gut aus, der war klasse. Du bist auf den Ring getreten. Du darfst den Ring verlassen, beziehungsweise du darfst nicht während des Versuchs auf die Oberkante von dem Ring treten. Ach was, das gilt jetzt nicht? Nee. Das war leider ungültig. Aber das war sehr weit. Ja, das war sehr weit. Doppelt ärgerlich.
Ach, wenn wäre man hier auf die Kante tritt, dann ist schon neue Bestmarke. Ja, beim Andrehen und beim Abwurf. Ach. Erst das Gerät landen und dann verlassen. Da können wir die Slow-Mo sehen und da bist du drauf. Ja. Der wäre weiter gewesen, oder? Ja, also das technisch war von der brillant. Sehr ordentlich, aber du bist halt übergetreten. Das ist das Problem. Das ist schlecht. Ja. War das mein zweiter? Das war dein zweiter. Also, du hast es jetzt langsam raus. Also, Stefan hat gezeigt, dass er es kann. Und Martin weiß, dass er auf 24,14 Meter sich nicht ausruhen darf. Ja, er muss höher. Auch der dritte Wurf von Martin in etwa wieder in die Region unterhalb, knapp unterhalb der 25 Meter. 23,69 Meter. 23,69. Also extrem hohe Konstanz bei Martin, aber keine entscheidende Steigerung. Wenn Stefan jetzt ein einziges Mal einen Wurf wie gerade gültig hinlegt, dann ist er vorne. Dritter Versuch, Stefan Raab, 24,14, gilt es zu übertreffen. Unglücklich. Zum Glück. Auch wieder ungültig. Gute Nachricht, es ist niemand verletzt, aber immer diese Linkslastigkeit. Vielleicht geht mal einer das Ding suchen. Also kurioses Szenario, Martin wirft die konsequent an die 24 Meter. Ja, die Weite habe ich nur die Richtung. Ja, los, der Hammer ist weg irgendwie. Und Stefan zum dritten Mal ungültig. Ja, aber wir haben ja noch ein paar. Daran soll es nicht scheitern. Vierter Versuch, Martin. Geht er jetzt über die 25er-Markierung, die er dreimal fast touchiert hat? Nee, völlig aus dem Rhythmus geraten. Die Jungs an der Seitenlinie, die leben gefährlich. Das kann man schon als Anschlag welten. Das war aber, finde ich, als Pirouette war das eine absolute ja. Eins. Gut, dass wir die Geräte da draufgelegt haben. Tanja Tschewtschenko wäre sehr stolz auf dich gewesen. Ist dann blöd, wenn man den Zeitpunkt verpasst, loszulassen. Naja, aber du hast ja ordentliche Weiten vorgelegt. Also Martin mit seinem ersten ungültigen. Stefan wartet auf seinen ersten gültigen. Ja! Und das ist er vielleicht. Das ist er. Du warst leider wieder vorne auf dem Ring. Scheiße. Und jetzt wird es langsam tragisch. Du musst aufpassen, dass du drin stehen bleibst. Mann! Auch der war über 25 Meter. Der war wieder auch sehr weit. Ja, aber guck mal, du bist immer auf dem äußeren Ring. Du darfst nicht auf diesem hohen Ring. Wären 25 Meter gewesen. Ah. Mann, was ist denn los? So. Ja, die Weite ist da. Ja, absolut. Nur Martin bisher mit gültigen Würfen und trotzdem ist hier nichts entschieden. Wenn Stefan den sechsten gültig gestaltet, kann er mit einem einzigen Wurf alles, aber wirklich alles korrigieren. Martin wieder aus dem Rhythmus. Gut zurückgekommen. Und gültig. Auch der war nicht in einem Lehrbuch zu finden, aber... Und er legt die Latte höher. 26, geht über die 25 Meter Markierung. Oh, jetzt ist er. Nee, steht aber auf. Wir schauen uns nochmal die Slow-Mo an. Fünfter? Stefan, stopp nochmal bitte. Ja. Ja. Wir müssen die Slow-Mo nochmal anschauen, denn ich glaube, Martin war drauf auf dem Ring. Ja, ja, der ist ungültig, ganz klar auf der Kante gewesen. Das heißt, der letzte von Martin wird nicht gezählt. Der 26er ist nicht dabei. Gibst du zu, ne? Absolut. Na ja, klar. Also, Fernsehbilder lügen nicht. Was Stefan recht ist, ist natürlich Martin. Okay, warte. Ja, du darfst. Fünfter Versuch, Stefan. Jetzt muss langsam ein gültiger, ja, und ein guter. Vorletzter Versuch.
sieht gut aus bis zu diesem Zeitpunkt. Ja! Jetzt bleibt er drin. Jetzt fliegt der Hammer und er fliegt gut. Und er ist gültig. Auf Stefan Raab Fall. Übernimmt die Führung. Das Ding war über 25 Meter. Hier, guck's dir an schnell. 26,82. Hammer, und ein Hüftschwung wie Shakira. Ich bin begeistert. Also bei dem Wurf stimmte alles. Drehbewegung im richtigen Moment losgelassen. Die Richtung so, optimal. Ja, das ist die Führung. Komm raus. Die große Frage natürlich, wie steckt Martin das jetzt weg? Er hat genau einen Versuch. Einen Versuch, um nochmal dagegen zu halten. Boah! Ja. Jawohl, das ist der Sieg. Das reicht nicht. Stefan gewinnt ja! Beim Hammerwerfen. Ja! Puh, aber mit dem letzten Versuch. Kommt ihr hin? Können wir uns mal den Zwischenstand anschauen. Also Stefan gewinnt mit einem 26er das Hammerwerfen und geht in Führung mit 24 zu 21 Punkten.